Die Firma Feuerwelt Bohnstingel lud zur ersten Hubertusmesse in den Feldbacher Ortsteil Unterweißenbach. Viele Jägerkollegen, Freunde, Nachbarn und Bekannte trafen sich vor der malerischen Hubertuskapelle. Wir haben uns einfach einmal entschieden, dass wir Hubertuskapelle machen. Aus dem Grund, weil wir eine jagdliche Familie sind. Und der Platz hat sich gut angeboten und so haben wir in Unterweißenbach auch noch nicht gehabt und gesagt, wir machen was. Die Rabdaler Jagdhornbläser eröffneten die Messe und waren mit einem Männergesangstrio für die musikalische Umrahmung verantwortlich. Pfarrer Rainer Barzmeier ging in seiner Predigt auch auf das Leben des heiligen Hubertus, Patron der Jägerinnen und Jäger, ein. Den Abschluss der Feier bildete die Segnung eines Kreuzes am Waldrand. Das ist eine Geschichte, was schon länger her ist. Und zwar ist das unser Nachbar gewesen, der ist mittlerweile verstorben. Der hat da oben den Wald und hat dort immer Pause gemacht und seinen Apfel gegessen. Und darum haben wir ihm das Plätzchen gewidmet. Also eine Veranstaltung hier, das zeigt, dass die Jäger und die Bevölkerung auch sehr gut miteinander können, dass zusammengearbeitet wird, zusammen die Natur erhalten wird, die Jagd erhalten wird, aber auch man sieht, die Leute können auch zusammenstehen, zusammen feiern. Nico Bohnstingel und seine Familie hatten für die Besucher ein tolles Rahmenprogramm vorbereitet. Jetzt ist einmal Jausen angesagt, jetzt gibt es ein Wildgulasch und zu trinken. Die Messe selber und auch jetzt haben sie noch immer die Rabdaler Jagdhornbläser begleitet. Unser Nachbar, der Stangl Valentin, hat die Messe begleitet. Und jetzt im Anschluss ist quasi so ein Frühschoppen mit unserem Kreuz Markus, unserem Hausmusikanten. Markus Kreuz sorgte beim abschließenden Frühschoppen für beste Stimmung bei den zahlreichen Besuchern.